Die rohe Ernährungsweise ist gerade sehr im Trend. Ich bin auch dabei. So habe ich meine Muskeln aufgebaut. Rohe Leber. Sehr gut. Sehr vitaminreich. Und noch viel vitaminreiche Eier. Habt ihr alle Vitamine außer Vitamin C. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Assalamu alaikum an alle. Wir haben sehr schönes Wetter in Berlin. Und mit schönem Wetter starten wir direkt in den Tag mit einem schönen Thai-Box-Training. Hier wird ein Kind so. Meine Gegner werden mindestens so groß wie du sein. Die Frage, ob ich einen High-Kick schaffe. Und? Weißt du? Wenn du jemals einen mit einem High-Kick ausmachst, bin ich der erste im Catch. Springst du rein dann? Dann spring ich rein. Aus Prinzip muss ich jetzt immer High-Kick probieren auszumachen. Verspreche ich dir, dass ich dann in den Ring springe? Dann mache ich extra 3 Runden lang. Lass ich mich ein bisschen schlagen, mach ihn müde, mach den ganzen Low-Kick und dann auf den nächsten mache ich so. Low, verstehst du? Ja. Hoch oder direkt. Was sagst du eigentlich zu Jake Paul gegen Mike Perry? Was soll ich sagen? Ich wusste gar nicht, dass Mike Perry Bare-Knuckle SC-Champion ist. Ungeschlagen. Ja, ist er. Eine Nase hat, fehlt ihm auch. Er hat keinen Nasenknochen, er kann gut auf die Nase vertragen. Aber Bare-Knuckle ist so, du hast ja nicht diese riesen... Weniger Schutz. Viel weniger Schutz. Du kannst Bare-Knuckle nicht so boxen. Bare-Knuckle sind hier so offen. Keine Ahnung, das ist eine ganz andere Bewegung. Ich fand es auch nicht so überraschend, muss ich sagen. Weil Boxen ist Boxen und Bare-Knuckle ist Bare-Knuckle. MMA ist MMA. Egal, was man sich vorbereitet, man muss sich auf diese Sportart vorbereiten. Ja. Ist nicht so einfach vom Boxen zu Bare-Knuckle, von Bare-Knuckle zu Boxen. Vom Bodybuilder zu MMA. Auch nicht so einfach. Aber möglich. Immer mit den ist ja auch unangenehm. Und wenn du jetzt den Jab machst, den Jab, und du kommst auf mich zu. Nochmal. Ich merke jetzt schon, Jolli hat gar keinen Bock mehr, dass du das nochmal machst bei ihm. Nein, unangenehm. Richtig nervig, hat sofort. Oh Mann. Locker Knie hoch, du machst mal Kraft. Aber wenn du locker machst, hoch, bupp. Wenn du locker machst, locker. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Guck, mein Junge ist locker, du machst einen Muskelkontakt. Ist auch keine Kraft. Also nicht. So, guck mal, mach da einfach, guck mal. Locker, kannst auch so trainieren. Hüfte reindrücken. Und die Decke sind frei lassen. Ich hab meinen Autoschlüssel vergessen. Wie wär's mit einem AirTag? Wo ist der hin? Ja, irgendwo muss der doch sein. Ich hab einen AirTag an meinem Schlüssel. Hier. Der piept sogar manchmal, weil ich so oft Sachen verliere. Aber das ist mein normaler Schlüssel. Und trotzdem habe ich ihn mal verloren. Und dann dachte ich so, oh Mann, wo ist mein Schlüssel? Nachgedacht, ich hab einen AirTag am Schlüssel. Dann habe ich ihn wieder gefunden. Weißt du, wo er war? Zu Hause. Das ist die Frage des Videos jetzt. Wo ist mein Autoschlüssel? Also nennen wir das Video, ey Mann, wo ist mein Auto? Können wir machen. Und dann machen wir die so Ashton Kutcher Frisur auf die Glatze. Ashton Kutcher mit Vollbart. Hast du ihn? Hab ihn. Okay, stark. Ashton Kutcher, wer war das nochmal? Der Typ von Ey Mann, wo ist mein Auto? Gibt's einen Film? Ja. Die kiffen die ganze Nacht oder den ganzen Tag und wissen ja nicht mehr, wo ihr Auto steht. Darum geht's in dem Film. Passt doch. Okay, wir gehen jetzt später, wir kochen bestimmt was zum Frühstück und es wird ein ganz spannendes Video heute. Hast du ABK-Video gesehen, wo er das reingeschrieben hat ins Tam? Keine Lacholis? Oder wie das heißt? Weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das neue Wort für Kiffen Lacholis sind. Auf dem Kanal gibt Sport, gute Ernährung, saubere Ernährung, ein Tutorial, wie ihr Monster werdet, Maschinen. Und es gibt keine Lachlulis auf diesem Kanal. Heißt es Buffalo oder Buffalo? Genau wie Talahon in Duden, oder? Ist schon ein Duden? Ja. Okay. Nein, das ist doch nicht ein Duden. Doch, ich hoffe, alles ist ein Duden. Chill mal, Bruder. Bruder, guck mal, was ich dir geschickt habe. Talahon ist, heißt auf Arabisch Talahon. Also komm mal her. Deswegen verstehe ich nicht, Jari, diesen Kontext.
Talaron. Ich verstehe auch nicht diese Memes. Die Leute fragen ja immer nach deiner Ernährung. Was ist das Geheimnis? Geheimnis meiner Ernährung? Ja. Sehr, sehr basic. Natürliche, basierte Lebensmittel. Nicht tracken, einfach nur natürliche Lebensmittel essen. Kein Industriezucker. Fertig ist es. Das funktioniert, zeigen wir euch heute. Darum wird es heute gehen in dem Video. Aber zuerst zeige ich euch, wie ich mich nach dem Training versorge mit den richtigen Lebensmitteln. Die wiederum industriell hergestellt sind teilweise. Und da ist schon der Knackpunkt. Da ist der Knackpunkt, ja. Dieser nicht industriell hergestellte Hype ist gerade sehr, sehr groß. Die Leute rennen gerade sehr, sehr schnell auf diesem Nicht-Industrie-Hype, konsumieren ganz schnell diese Sachen und merken ganz schnell, okay, manche Sachen funktionieren doch nicht so gut. Und vielleicht sind manche Sachen, die wir kritisieren, doch nicht so schlecht. Meine Ernährungsweise vereint ein bisschen dieses Roh, alles roh, 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 roh. Und ein bisschen nutze ich die Industrie auch zu meinem Vorteil. Was hältst du denn zum Beispiel von Rohmilch? Rohmilch ist jetzt ausgerechnet eine Art von Roh. Lebensmittel, wovon ich einerseits 20% etwas halte und 80% sage, man sollte es nicht konsumieren. Die 80% kommen daher, dass wir in einem europäischen Land groß geworden sind. Alle, nehme ich mal an, die das Video gucken. Somit auch diese Lebensmittel, die wir hier in Europa seit Jahren haben, konsumieren und unser Magen, unser Darm darauf eingestellt. Rohe Milch enthält zwar sehr, sehr viele gute Enzyme, Laktase. Die Laktose spaltet, warum man rohe Milch tatsächlich sogar zum Teil besser verträgt als pasteurisierte Milch, aber die Bakterien, die da drin sind, an die sind wir nicht so gewohnt. Wenn du vergleichst, in ein Dorf gehst, das sind diese 20%, irgendwo in ein Dorf, was weiß ich wo gehst, in Usbekistan zum Beispiel oder in Syrien oder egal ja, wo, und die Menschen schon seit Jahren rohe Milch trinken und so eine Pratzenhände haben und so stabil sind, kann diese rohe Milch daran liegen, also es kann an der rohen Milch liegen, dass die so stabil sind, ja, aber die sind auch diese Bakterien gewohnt. Und das ist dieses Hin- und Herspiel, worauf ich ein bisschen eingehen möchte heute. Diese rohen Lebensmittel, andere, haben richtig viele Vorteile und ich ernähre mich zu einem großen Teil so. Aber ich habe hier und da meine Bedenken und meine Änderungen, die ich an dieser rohen Art und Weise zu essen überdacht habe. Das ist schon mal der erste Teil, wie ich mich ernähre. Rohe Pizza. Da ist ja nicht mal Tomate drauf, René. Ja? Hollandaise. Okay, Hollandaise Pizza, die ist nicht für mich, die ist für René. Das ist mein Ernährungsgeheimtipp. Ja, das ist... Wenn ihr richtig gute Kameramänner sein wollt, ist das die perfekte Ernährung. Richtig. Für mich ein No-Go. Also ich esse gar keine Pizza. Wann hast du jetzt mal Pizza gegessen? Weiß ich gar nicht. Okay. Wahrscheinlich in unserem 10.000 Kalorien Cheat Day. Stimmt. Im Januar. Also Pizza nein danke. Pizza nein danke, auch wenn es sehr lecker schmeckt und sehr lecker ist. Ich mache jetzt mein Post-Workout. Industriell hergestelltes Eiweißpulver. Das würden jetzt zum Beispiel die Verfechter von dieser rohen Ernährung kritisieren. Mir geht es hauptsächlich darum, dass diese rohe Ernährung den Vorteil hat, dass die Verdauung kaum belastet wird. Von den meisten Lebensmitteln, die ich empfehle. Das ist ein Lebensmittel, die auch die Verdauung kaum belastet. Und deswegen konsumiere ich das sehr gerne. Zum Beispiel Whey vertrage ich nicht so gut wie das. Bei Whey habe ich immer ein bisschen was zu einem Bauchgefühl. Whey trinke ich jetzt nicht jeden Tag und auch nicht mehrmals am Tag. Mit Whey mache ich mir gerne meinen Reispudding. Ja, hast du schon mal veganes Whey ausprobiert? Also gibt es da Unterschiede? Da vertrage ich besser. Verbringst du besser? Aber schmeckt mir nicht so. Wir haben hier Aminosäuren zusätzlich nochmal. Was mich aber mehr interessiert, wir haben ja eine gute Menge an Kokosnusswasserpulver, was die natürliche Art von Elektrolyten ist. Also entweder trinkst du eine Kokosnuss oder du trinkst Elektrolyte, hier haben wir einfach das Kokosnusswasserpulver. Ein Shaker, den ich sehr gut gebastelt habe. Bei Isokli immer 5 Minuten warten, bevor ich es trinke. Dann hat sich das auch gut aufgelöst. In der Zeit brauchen wir auch Energie. Kohlenhydrate nach dem Training, richtig? Meine Lieblings-Kohlenhydratquelle zeige ich euch jetzt. Sollen wir mitkommen? Ja, du kannst hier sitzen. Was ist deine Lieblings-Kohlenhydratquelle? Kartoffeln. Sehr gut. Sehr deutsche Antwort. Das ist Rohrhuhn. Hier ist auch Pollen drin, Pollen bestehen aus Protein. Pollen sammeln die Bienen. Viele sind allergisch gegen Pollen. Ich habe auch eine kleine Allergie. Wenn ich das konsumiere, habe ich keine Allergie mehr, weil das ist desensibilisiert. Gelee Royal fördert ein bisschen Wachstumshormone. Davon wächst ja auch die Bienenkönigin, die kriegt das nur zu essen und die ist ein bisschen größer. Propolis-Extrakt ist entzündungshemmend und Honig allgemein im rohen Zustand, wenn er nicht über 40 Grad erhitzt wurde, ist entzündungshemmend. Und das ist der größte Vorteil, würde ich sagen, den Honig bietet, plus noch die 1000 Enzyme, die da drin sind. Und der Zucker aus dem Honig wird nicht so verarbeitet wie Industriezucker, sondern die Bienen verdauen den schon sozusagen. Und über den Magen, also er gelangt gar nicht erst in den Darm, innerhalb von 5 Minuten wird der Honig im Magen schon über die Schleimhaut in den Blutkreislauf gegeben und man hat eine schnelle Energiequelle, die nicht eingelagert wird, sondern direkt verstoffwechselt wird und den Stoffwechsel anguckt. So, deswegen konsumiere ich Rohhonig. Ist sogar eine Kohlenhydratquelle für mich. Also ich esse sehr, sehr viel davon. Sehr, sehr erfrischend Kaktus-Eis. Der kreativste und mein Lieblingsgeschmack von dieser Kirche. Kommt übrigens heute Abend raus um 18 Uhr. Das ist der Code. Super. Wichtigste Sache, Vitamin D3, K2, Omega-3. Dann habt ihr eure Gesundheit schon mal abgedeckt. Im besten Fall noch Athletic und Kreatin, wenn man an Muskelaufbau interessiert. Das sind die Basics. Alles, was hinter mir ist, kann ich nicht essen. Ach so, ja. Wir haben Rinderleber und wir haben Datteln. Und ich bin voll eigentlich der Fan von sowas. Ja, super.
Mein Ersatz für Gummibärchen, getrocknete Früchte. Ich habe immer Cranberries zu Hause, immer Datteln und das reicht. Hier sind meine Cranberries mit Schokolade. Schwarze Schokolade, dunkle Schokolade, 90%. Mit Trockenfrüchten ist sowieso mein super Lebensmittel. Finde ich auch. Ich esse eine Tafel schwarze Schokolade am Tag. Also der nächste Tipp schon. Kakao hat sehr, sehr viele Vorteile. Das Fett aus der Kakaobutter und das Fett von Kakao ist erstens sehr gut. Und zweitens hat Kakao ganz viele gute Effekte, die deine Konzentration fördern. So, fangen wir an mit der Leber. Ihr kennt sie aus dem Intro. Roh sollte man die nicht essen. Beziehungsweise, warum ich Fleisch nicht roh konsumieren würde, hat einen Grund, der nennt sich Parasiten. Und in rohem Fleisch sind sehr oft Parasiten drin. Nichtsdestotrotz, so eine Leber enthält sehr, sehr viele Vitamine, Mineralien. Mit das dichteste Lebensmittel an Vitaminen und Mineralien. Deswegen kann man das konsumieren und ich würde es auch konsumieren. Jedoch nicht so ein Riesenstück und auch nicht jeden Tag. Einmal die Woche reicht und es ist auch kein Muss. Meine Hauptproteinquellen sind Eier, Fleisch. Beim Fleisch achtet man darauf, dass es am besten grasgefüttertes Fleisch ist. Lamm zum Beispiel ist fast immer grasgefüttert. Oder Wild. Warum? Sehr gut. Lämmer essen kein Futter mit Kühe. Nee, warum ist grasgefüttert wichtiger als... Weil über das Gras ist ja die natürliche Ernährung von den Tieren. Hm. Über das Gras kommen Nährstoffe, Vitamine, Mineralien in die Tiere rein. Die Tiere sind gesünder, wir konsumieren ja die Tiere. Wenn wir ein... Das ist ja das Problem bei Massentierhaltung. Also es ist besser, Vegetarier zu essen? Als was? Als Fleischfresser zu essen. Ach so, ja, ja. Es sei denn, naja, ich glaube, was gibt es denn fleischfressende Tiere, die wir essen? Hund. Schwein zum Beispiel. Schwein. Sind wir wieder bei dem Thema Schwein. Aber da muss ich René nicht ansprechen, denn der ist vegetarisch. Schwein sollte man nicht essen, auch an die Nichtmuslime. Nicht, weil es ein sehr dreckiges Tier ist, wie es lebt, sondern aus dem Grund, weil Schwein ein Allesfresser ist. René ist gerade einfach durchs Gespräch gerade auf den Entschluss gekommen, dass es gut ist, vegetarische Tiere zu essen, beziehungsweise einfach Tiere, die Gras essen. Die natürliche Nahrung der Tiere ist Gras, deswegen sagt man auch, die Rinder grasen. Und da kommen sehr, sehr viele Vitamine und Mineralien in die Tiere und das ist schlussendlich das Wichtige. Lachs zum Beispiel, da sind wir beim nächsten, bei der nächsten Proteinquelle. Lachs, der gezüchtet wird, guckt euch ein paar Dokus an, der sieht aus, als ob da der misshandelt wurde. So. Die schwimmen in literweise Kot auf ganz engen Raum. Lachs, wer sich ein bisschen mit Lachs auskennt, ist ein Tier, was voll das krasse Leben hat, aus dem Fluss in das Meer schwimmt und so weiter. Deswegen Wildlachs. Wildgefangener Lachs würde ich euch empfehlen. Lachs, der gezüchtet wurde, würde ich euch nicht empfehlen. Wildlachs gibt es in jedem Supermarkt, das reicht schon. Mir persönlich 100 Gramm Leber. Früher war Leber sehr gesund, wurde als sehr gesund gesehen. Dann gab es eine Phase, dass es nicht so gesund gesehen wurde und heute wird es wieder als übergesund gesehen. Ich würde immer nicht zu tief reinspringen in die Wissenschaft, weil die kann sich morgen ändern. Ich kann sehr, sehr viel über Ernährung reden. Das würde den Videorahmen sprengen. Wenn wir schon bei Eiern sind, sind wir auch bei Cholesterin. Und Leute sagen, man sollte nicht so viele Eier essen, weil das Cholesterin dann ansteigt. Cholesterin, was du zu dir nimmst aus Fleisch und Tieren und tierischen Fetten, ist aber nicht dasselbe Cholesterin, was in uns ist. Also das hat nicht so einen Einfluss darauf. Mhm. Verstehst du? Cholesterin zu essen ist sogar sehr, sehr wichtig. Aus Cholesterin bilden sich alle Hormone, Testosteron, Östrogen, was maßgeblich für den Menschen ist. So sieht mein Frühstück aus. Eier, Leber, Kohlenhydratquelle, Datteln, Honig vorhin und ein bisschen Isoklin. Das war's schon. Stark. Wie ich mich sonst ernähre und ich will noch ein paar Lebensmittel nennen, weißt du, damit erkenntlich wird, wie ich meine Ernährung gestalte und wie ich diese Art von roher, naturbelassener Ernährung umsetzen würde für euch. Werdet ihr später sehen, werde ich nach dem Training euch nochmal ein paar Punkte sagen. Aber jetzt esse ich erstmal, wir entspannen uns. René fährt sein Ding machen, ich mache mein Ding. Und dann sehen wir uns beim zweiten Training wieder. Ahoi, Matrosen. Nein. Oh nein, was hast du denn da auf der Nase? Ich kann so gut atmen. Crazy, was ist das denn? Das ist Restora. Crazy, von wem ist das denn? Neue Material und neue Verpackung. Heftig. Das ist von Johnny Münster. Wenigstens eine Sache kann Johnny Münster. Dieses Ding hat er gut gemacht. Nee, man kann wirklich gut atmen. Ja, hat Johnny richtig gut gemacht. Ich glaube, es war auch Johnny Einzelprojekt. Ja, ja, richtig. Johnny hat alles gemacht, er macht die ganze alles. Arbeit. Und dann gibt es noch wen, der einfach mitverdient. Ja, es gibt einen, der die Sachen verpackt. Ja, und verschickt. Und verschickt, so. Der, ein Mitarbeiter. Lukas, du bist ja auch da. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Schön, dass du mit deinem Training dabei bist. Ganz okay eigentlich, ja. So, wir starten mit Bankdrücken, explosiv, auf viele Wiederholungen gehen, bis ein hohes Gewicht hoch. Aber machen das ebenfalls explosiv, also nicht wie im Bodybuilding, sondern so, wie ihr es gleich sehen werdet. Kann man gerne nachmachen. Sehr viele stellen mir die Frage, wie man ein Kraftsporttraining gestalten kann fürs MMA. Heute werdet ihr ein kleines Beispiel dafür. Du pumpst wie so ein richtiger Disco-Pumper. Ja. Du drückst wie so ein richtiger Disco-Pumper. Einfach schön mit dem Kopf hoch. Jeder Rap gibt der Kopf hoch, so. Richtiger Disco-Pumper einfach. So habe ich die 200 Kilo aufgedrückt. Bruder, weißt du, ich habe immer so Leute gesehen, 200 Kilo drücken mit so Gewichtsgürtel, mit so Kniebandagen brauchen die noch, weißt du? Gewichtsgürtel,
Dann noch diese hier. Genau. Dieses Ding, was dir zeigen, 150 Kilo wegnimmt. Ich kann dir zeigen, was für eine Ausführung ich hatte. Ich habe mich hingesetzt, ohne großartiges Hohlkreuz. Einfach rein. Ja, so Rücken gerade. Einfach so. Das Einzige, was ich weiß, ist Schulter nach hinten ziehen. Ja. Und dann so habe ich gedrückt. Keine, Bruder, wie heißt es? Leg Drive. Ja, ja. Leg Drive, du machst so. Und manche machen einfach den. Die Anti-Rutschmatte, Bruder. So ein Hohlkreuz. Und dann machen die so. So ist genau so. Genau so, Digga. Genau so. Ja, ja. Sehr schön. Sehr schön. Wenn du nicht mehr explosiv sein kannst, leg ab. Ja. Das ist auch immer wichtig bei dieser Übung. Dass das Ganze macht nur Sinn, wenn du. Solange du explosiv machst. Solange du explosiv bleiben kannst. Wenn du irgendwann mal nicht mehr explosiv bist und einfach nur noch Raps machst. Also meine Raps waren eigentlich nicht zielführend. Ja, ja. Weil die waren viel das zu langsam. Das weiß ich auch mit dem Tank. Ich könnte jetzt 5 nennen, weil ich mache es anders, weil es mehr Wichtiges gibt als 5 Nahrungsmittel. Und ich sage einfach, ich das mache für meine Kohlenhydrat-Eiweiß-Fettquelle. Fett beziehe ich hauptsächlich durch Eier. Olivenöl ist das einzige Pflanzenöl, was ich konsumiere. Schwarzkümmelöl, aber das ist so wenig, dass ich das jetzt nicht dazu zähle. Zum Fetten von Sachen, die ich brate, benutze ich meistens Butter. Oder noch besser Schafsmilchbutter sozusagen. Die ist zu 99% Fett. Und sonst Fettquellen, Nüsse noch sehr wichtig. Ich esse sehr viel Walnüsse, Paranüsse, Cashewnüsse, Eiweiß, auch Eier. Fleisch, meistens Lamm, weil es leichter ist, Lamm grasgefüttert zu kriegen. Ich habe keinen Bock, extra zum Bauern oder irgendwo hinzugehen. Das ist die nächste Sache Wildlack. Da haben wir Eiweißquelle, wo ich auseinandergehe mit diesen Leuten. Isoclear ist jeden Tag dabei. Und Whey-Protein alle 3 Tage in meinen Mahlzeiten mit drin. Weiter geht's mit Kohlenhydraten. Hauptkohlenhydrate würde ich sagen, ist bei mir Obst, Datteln, Trockenfrüchte, Honig, roher Honig. Esse ich tatsächlich bestimmt 2 Gläser in der Woche, vielleicht 3. Vielleicht sogar 4 und ich nehme davon nicht zu. Also ich mache das während meiner Diät. Dafür esse ich keinen Zucker, keinen Industriezucker, keine Riegel, keine Snacks, keine Max. Kartoffeln, kein Reis, keine Nudeln. Warum? Es nervt mich im Training, wenn ich Reis oder Nudeln esse. Das ist das Thema wieder mit Verdauung. Plus Reis und Nudeln kommen so ohne Vitamine, ohne Mineralien, sind so tote Kohlenhydrate. In Kartoffeln hast du entwässernde Effekte, du hast Mineralien da drin, lebendige Nahrung. Und Honig zum Beispiel ist richtig lebendige Nahrung. Da hast du Bauermaterialien drin. Mach ein bisschen weiter oben das Band. Ein bisschen weiter oben. Sieht behindert aus, aber ist gut. Aber ist wirklich gut, wirklich. Als ich mal Football gespielt habe, ist ja genau sozusagen. Wenn der jemand steht, du kommst rein, puff, weißt du, ich meine, das ist genau dieses Wumm. Miteinander auch mehr. Ja. Ja, genau so, so ist gut, sehr, so ist perfekt. Jetzt hast du es perfekt. Sehr schön. Wenn du nicht mehr explosiv bist, ablegen. Und jetzt voll, 100% rausholen. Sehr schön, ja. Perfekt aus. Jetzt war perfekt. Hat sich auch besser angefühlt. Jetzt war perfekt, perfekt, genau so. Letzte Frage. Was hältst du denn von den ganzen Leuten, die diese neue Trendernährung anpreisen? Es gibt in Deutschland nicht so viele, die so bekannt geworden sind in letzter Zeit. Sind so. Wenn wir schon über solche Leute reden, dann können wir die gleich beim Namen nennen. Einmal gibt es den Coach Aaron in Deutschland, dann den Medic und dann Boran. Das sind so 3 Leute, die mir einfallen, die diese natürliche Ernährungsweise propagieren, diese rohe Ernährungsweise. Und dafür gibt es auch ein großes Lob. Ihr tut Gutes, in dem Sinne, dass ihr Menschen dazu helft, Krankheiten zu heilen und krankheitsvorbeugend zu essen, weil diese Sachen, die vielen rohen Sachen, die ihr befürwortet und die ihr verbreitet und selber vorlebt, die sind wirklich gesund für viele Menschen und können viele Menschen vor Krankheiten schützen. Wo bei mir die Grenze anfängt, ist rohes Fleisch, rohe Milch, da wir in Europa das einfach nicht gewohnt sind. Unsere Mägen, unser Darmtrakt ist das nicht gewohnt. Dazu kommen noch Parasiten, dazu kommen noch Bakterien, die wir nicht vertragen. Und das belastet nicht nur die Verdauung, das ist einfach negativ. Das sollte man nicht machen. Meine Frage an dich, was ist denn die nächste Aktion? Die nächste Aktion ist eine gute Frage. Die nächste Aktion hat gestern angefangen. Es gibt das neue Kaktus-Eis Isoclear. Es gibt Aminos mit Kokosnusswasserpulver, mein Favorit. Und es gibt so einen ESN-Rucksack einfach. Und noch eine krasse Sache. Wir reden ja die ganze Zeit über Verdauung. Dafür gibt es Enzyme. Amylase spaltet Kohlenhydrate, wenn ihr was kaut. Laktase spaltet Laktose. Das habt ihr alles in einem Produkt. Digestive Enzymes. Wie viel Prozent es darauf gibt, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich nicht so gut informiert bin. Aber ich kann euch sagen, dass mit dem Code YOUSUPOV maximal Prozente drin sind. Wenn ihr den Code eingibt, könnt ihr nichts falsch machen.
Wir wollen die Leute verarschen. Wer isst denn bitte rohe Eier oder rohe Leber? Ich meine, ich habe auch rohe Eier getrunken. Es geht. Mit 15, 14, 16, ich habe Rocky geguckt, der hat rohe Eier getrunken. Irgendwann hatte ich Salmonellenvergiftung, aber miese.